herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich wieder einen japanischen Whisky auf dem Fass. Und die werden ja immer rarer und immer teurer. Diesmal heißt unser Whisky The Nikka Tailored. Und ja, ich habe mich ein bisschen im Internet umgeschaut und ja, die Story, die hinten auf dem Whisky drauf ist, die ist auch die offizielle Story und so viel habe ich dazu nicht gefunden. Also, was da hinten drauf steht, ja, es ist ein Premium Blend und ein toller Botschafter, um das japanische Know-how und die Expertise von Nikka um die Welt zu tragen. Und ja, was man rausfindet ist, es ist ein Blend aus den Malls von Yuichi und aus dem Malls von Miyagikyo und auch dem Coffee Still Grain. Also ein Grain-Anteil ist auch noch mit dabei. Ich gehe davon aus, dass er auch von Miyagikyo ist. Denn ja, das ist ein Nikka und die haben ihre eigenen Coffee Stills in Miyagikyo und benutzen die für Grain Whisky. Blend ist bei den Japanern nicht abwertend. Es ist eine Tradition, dass man blendet und schaut, dass man durch den Einsatz von so vielen Zutaten die perfekte Mischung, den perfekten Whisky findet. Unglücklicherweise habe ich hier nicht mehr dazu finden können. Ich kann euch nur darauf verweisen, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut bei den Yoichi und dem Miyagikyo Brennerei-Videos nach. Ansonsten keine Altersangabe, keine Angabe, in welchen Fässern er lag. Aber man sieht hier unten, schwimmt ein kleines Stück Fass mit drin rum. Ja, da sieht man, dass es ein kleines Stück Holzkohle ist. Und das wird in den ausgebrannten Fässern innen drin immer aufgeschwemmt, diese kleinen Flakes. Normalerweise immer ausgefiltert. Aber hier hat es eins überlebt. Sieht man einen, ja, natürlicher Whisky. Obwohl der, glaube ich, schon gefiltert sein müsste. Naja, Überraschung. So, schauen wir mal. Ich kann euch leider nichts dazu erzählen. Schauen wir mal, was drin ist. Wow, also richtig, richtig fruchtig. Also der Geruch ist richtig schön überzeugend und es riecht richtig schön frisch nach Äpfeln. Erinnert so ein bisschen an diesen Apfellikör, den ich bei, wo war das, Miyagikyo probiert habe. Denn die haben einfach nochmal Apfellikör auch nochmal dazu hergestellt. Oder war es Apfelwein? Irgendwas mit Apfel war es. Denn der Yamasake Takitsuro, der Nikka und Yuichi gegründet hat, der hat als erstes mal eine Firma aufgemacht mit, ich glaube, Apfelsaft, Apfelwein, Apfellikör. Auf jeden Fall, um etwas, ja, Liquidität herzustellen, um seine Whiskybrennerei aufrechtzuhalten, während der Whisky gereift ist. Also, ja, und natürlich auch aus so einem guten Bourbon-Charakter, also Vanille, Karamell ist auch mit dabei. Schön frisch, fruchtig, aber so richtig schön, so mehlige, trockene Äpfel noch richtig schön mit dabei. So ein bisschen Kuchen, ja, so Apfelkuchen. Rund, weich und, oh, jetzt mal runterschluckt. Ganze Menge Eiche. Wow, richtige Menge Eiche. Also, boah, der ist satt mit Eiche. Also meine Schätzung, ich kann ja nur spekulieren, steht ja nichts drauf, sind frische Fässer. Ja, definitiv. Also ich würde sagen, da sind frische Fässer drin. Und wenn, dann irgendwo noch First Fill Bourbon. Oh, bisschen süß, aber jetzt im zweiten Schluck addiert sich nochmal die Eiche. Richtig, richtig kräftig. Oh, also da muss man, da muss man ein richtiger Eichenfan sein, um den Whisky gut zu finden. Also er hat richtig knackig Eiche dahinter. Und da geht auch die Süße, die eigentlich schon recht wappig und auf den Lippen und alles ist, wandert schon so ein bisschen in den Hintergrund. So viel Eiche hat er drin. Mir kommt es aber so vor, als würde das nicht aus dem Alter nehmen, also aus der Reifung. Denn er fühlt sich jetzt nicht so alt an. Man spürt schon ein bisschen noch so, okay,
Hat schon so Ecken und Kanten, hat er definitiv noch. Und ist nicht zu alt. Also ich hätte ihn jetzt irgendwo unter 10 Jahre eingeordnet. Aber eben mit richtig Fässern, die richtig noch was drin haben. Also ist mir heute ein bisschen zu viel Eiche. Also da muss man, ja, da muss man in der Stimmung sein, um den Whisky wirklich, wirklich richtig zu genießen. Denn man muss sich wirklich mit dieser heftigen Eiche, die auch schon langsam ein gutes Stückchen Bitterkeit in meinem Mund hervorhebt. Am Anfang hätte ich gesagt, das ist Weißeiche und vielleicht ist es auch Weißeiche. Wenn mit zunehmender Stärke der Weißeiche werden dort auch ein paar Tannine rüberkommen. Denn es ist nicht so eine würzige Eiche, die ich von europäischer Eiche kenne, sondern normale Eiche, aber nur mit dieser Intensität, dass sie eben so langsam auch schon leichte Bitterkeit zeigt. Also, für jemanden, der Eiche mag, der wird diesen Whisky lieben. Für alle anderen muss ich sagen, ja, ist ein guter Whisky. Kann man machen. Für alle Japan-Whisky-Fans, kauft ihn euch gerne. Also ist kein schlechter Whisky. Ich muss aber sagen, 100 €, fast 100 € ist er schon ganz schön herb im Geschmack. Im Preis. Im Geschmack ist er auch herb. Aber finde ich schon heftig. Also ist ein toller Whisky. Wenn man sich's leisten kann, greift zu. Ne? Für alle, die wahnsinnig auf Preis-Leistung achten, kann ich euch empfehlen, ja, probiert ihn vielleicht mal bei einem Freund. Okay, ja. Ansonsten schaut mal bei whisky.de im Shop vorbei. Wir haben sogar so viele Flaschen von ihm, wir verkaufen sie sogar. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.